Sie haben auch internationale Erfahrung, insbesondere in Belgrad, haben Sie mir erzählt, haben Sie eine Bäckerei eröffnet mit Filialen. Was ist denn da der Unterschied? Was können wir in Österreich besser machen, damit Unternehmer eröffnen, aufbauen, ausbauen können? Wir sind derart darauf konzentriert, unseren Job gut zu machen, dass wir oft kurz zwar vermeintlichen Mängeln begegnen, aber dann versuchen, wieder in der Sache zu denken und sagen, machen wir unseren Job gut und überlassen wir den Job der Steuerung, der Organisation und Verwaltung vielleicht anderen. Aber ich darf Ihnen ein Beispiel nennen. Ich bin über einen Freund, den ich begleitet habe, in New York einem Büro begegnet, das von der Stadtverwaltung betrieben wird. Das heißt Office for Business Acceleration. Dort bin ich in einem großen Bürogebäude, je nachdem, was mein Anliegen als Unternehmer ist, derart kompetenten Stellen gegenübergestellt, dass der Unternehmer tatsächlich das Gefühl hat, bist du deppert, werde ich hier unterstützt in meinen Anliegen. Da finde ich sofort den richtigen Ansprechpartner im Arbeitsrecht, im Feuerschutz, in der Hygiene, in der Betriebsanlagen, im Betriebsanlagenverfahren, egal welche Belange hier zum Beispiel bei uns vom Magistrat bewerkstelligt werden, gehen dort derart schnell und man hat das Gefühl, man hat dem Unternehmer hier zu dienen. Das ist etwas, was ich mir vielleicht bei uns ein bisschen mehr wünschen würde. Hier ist man als Unternehmer, hat man öfter das Gefühl, ein Bittsteller zu sein.